Hallöchen zu einem weiteren Tutorial zu Hetzner. Im heutigen Tutorial geht es um die Cloud Server bei Hetzner. Übrigens, solltet ihr euch entscheiden, bei Hetzner eine Cloud zu mieten, könnt ihr gerne mit dem Link in der Videobeschreibung mich unterstützen und erhaltet 20 Euro Startguthaben für eure Cloud. Beginnen wir aber erstmal, was ist überhaupt ein Cloud Server und was ist der Unterschied zu einem Dedicated Server? Denn ein Cloud-Server ist im Gegensatz zum Dedicated-Server kein vollständig eigenständiger Server. Wenn ihr einen Dedicated-Server mietet, zahlt ihr natürlich wesentlich mehr, habt aber Kontrolle über den gesamten Server. Alles, was auf dem Server passiert, passiert nicht ohne eure Administration. Bei der Cloud ist das jedoch ein bisschen anders. Bei der Cloud besitzt quasi Hetzner die Kontrolle über den eigentlichen Dedicated Server und stellt euch quasi eine Hyper-View-Umgebung zur Verfügung, die nur einen kleinen Teil eines Servers darstellt. Damit teilt ihr euch quasi mit mehreren Kunden einen Server. Hat aber natürlich den Vorteil, dass man das Ganze bereits ab 4,51 € zum aktuellen Zeitpunkt mieten kann. Ein weiterer Vorteil einer Cloud ist natürlich, dass ihr keine Serverleistung zahlt, die ihr gar nicht nutzt. Wenn ihr euch jetzt einen großen Server mietet, hat dieser einen großen CPU und ganz viel Arbeitsspeicher und dieser wird meistens gar nicht benötigt. Mit der Cloud könnt ihr mit einem kleinen Server reinstarten und könnt dann, wenn ihr es benötigt, diesen Server auch dementsprechend erhöhen. Also wenn euch zum aktuellen Zeitpunkt noch 4 GB in eurem Server ausreichen, dann könnt ihr das Paket für 6,37 Euro buchen. Wenn ihr dann aber im nächsten Jahr merkt, okay, irgendwas passt von der Leistung her nicht und ich bräuchte ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, dann könnt ihr einfach ein Upgrade durchführen und es wird stündlich abgerechnet und dann auch dementsprechend erhöht und die Arbeitsspeicherleistung ist auch sofort verfügbar. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Festplatte, jedoch kann man die im Nachgang nicht mehr reduzieren und die CPUs, also die virtuellen CPUs, denn einen eigenen CPU habt ihr ja nicht, weil ihr euch den Server mit anderen teilt und somit ist euer CPU virtuell. Ein weiterer Vorteil ist beispielsweise das Hinzufügen von weiteren Festplatten bis zu 10 Terabyte, die ihr auch einfach wieder entfernen könnt, je nach Bedarf. Das wichtigste Feature, das ich finde, ist allerdings, dass ihr euren Cloud-Server in 3 verschiedenen Ländern hosten könnt. So könnt ihr beispielsweise mittels WireGuard ein VPN-Netzwerk über 3 verschiedene Länder aufbauen. Das sieht dann ungefähr so aus, ihr könnt euch dann einfach mit einem Klick in ein anderes Land verbinden. Wie einfach das Ganze allerdings ist, zeige ich euch nochmal an einem praktischen Beispiel. Wenn ihr euch bei Hetzner einloggt, habt ihr hier oben die Cloud und wenn ihr die öffnet, habt ihr hier schon eure Projektübersicht. Dort könnt ihr ganz simpel ein neues Projekt anlegen. Wir nennen das mal NAVCO Tutorial und könnt hierin schon direkt anfangen, eure Server zu mieten. Es folgt natürlich noch ein eigenständiges Tutorial zu der Cloud-Konsole und den Projekten und wie ihr Verschiedenes mit den Cloud-Servern machen könnt. Aber ich möchte euch dennoch hier einen kurzen Überblick geben, wie einfach das Ganze noch bei Hetzner ist. Denn ihr wählt lediglich den Standort aus. Auch hier gibt es preisliche Unterschiede. Wir nehmen jetzt mal Nürnberg und können im zweiten Schritt schon das Betriebssystem auswählen, das installiert werden soll. Als Alternative können wir auch direkt schon WireGuard hier installieren lassen, was dann alles schon vollständig eingerichtet ist. Ihr braucht nur noch wenige Einstellungen machen und könnt dann euren WireGuard VPN nutzen. Einfach mit dem Client, den ihr bei WireGuard runterladet, euch dann mit der Konfigurationsdatei verbindet und das war's dann auch schon. Ihr könnt unten noch die Leistung eures Cloud-Servers auswählen. Für WireGuard reicht tatsächlich einer der kleineren Stufen. Ein Upgrade ist jederzeit möglich. Bedenkt aber, dass ein Downgrade nur bei
dem RAM und den CPUs funktioniert. Die Festplatte könnt ihr nachträglich nicht wieder verringern. Das geht einfach technisch bei Hetzner nicht. Im Weiteren habt ihr noch die Möglichkeit des Netzwerks. Hier könnt ihr euch eine IPv4, eine öffentliche Adresse, noch zusätzlich buchen. Die kosten extra. Ihr könnt SSH-Keys für euren SSH-Login hinterlegen. Das ist natürlich besser als ein einfaches Root-Passwort per E-Mail. Könnt weitere Festplatten, Firewalls und Backup-Funktionen hinzufügen. Und das war's dann auch schon. Und ihr habt anschließend einen fertigen VPN-Server für 5,18 Euro im Monat. Dieser VPN-Server, wohlgemerkt, hat eine unbegrenzte Anzahl an Accounts und hat eine Datenleitung von 1 GB und ein Traffic von 20 TB. Ein herkömmlicher VPN-Anbieter kann euch das gar nicht anbieten. Sie haben zwar wesentlich mehr Server in wesentlich mehr Standorten, aber sie bieten euch immer nur einen Account für, sagen wir mal, 5 Geräte an. Mit einem Cloud-Server habt ihr quasi eine vollständige Datenleitung nur für euch zur Verfügung und könnt so viele Accounts erstellen, wie eure Datenleitung auch aushält. Denn ihr müsst natürlich beachten, je schneller euer Internet des VPN-Nutzers ist, desto mehr Leistung zieht ihr auch von dem VPN-Server. Und dann ist weniger für andere Geräte übrig. Damit ihr euch aber schon mal ein Bild machen könnt, was euch in den Tutorials zur Cloud-Konsole erwartet, möchte ich euch mal hier ein paar Punkte zeigen. Ihr habt eine IPv4 und eine IPv6-Adresse. Die haben wir gerade bei der Bestellung schon gesehen. Ihr habt aber auch noch ein privates Netzwerk oder mehrere private Netzwerke und könnt dann die einzelnen VPN-Server hier untereinander kommunizieren lassen. Das ist natürlich cool, wenn man im Gaming-Bereich ist und quasi in Anführungszeichen eine lokale LAN-Party veranstalten möchte, wo alle eine private IP-Adresse im selben Netz benötigen. Das wäre hiermit total einfach machbar. Des Weiteren könnt ihr Snapshots erstellen lassen, die kosten natürlich Geld, sind aber einfach eine komplette Kopie eures jetzigen Servers und ihr könnt euren Server dann mit einem Klick wieder zum alten Stand zurücksetzen. Ihr habt den Bereich des Firewalls und könnt noch verschiedenes Traffic blockieren, also Ports schließen, die ihr überhaupt nicht für euren Zweck benötigt. Und das Wichtigste sind die ISO-Images, denn hier habt ihr eine Reihe von Betriebssystemen, ob Linux oder Kali Linux oder OpenSUSE Linux oder auch die Windows-Distributionen, die ihr einfach einbinden könnt und über einen Neustart direkt aufrufen könnt. Also ihr klickt hier auf Einbinden einer Windows Server 2016 Version in Deutsch, startet hier den Server neu und habt dann in der Konsole schon den Ladebildschirm eurer Installation für Windows Server. Die Konsole zeige ich euch im nächsten Tutorial, denn hier, wenn ich jetzt darauf klicke, würden natürlich viele Details meines Servers sichtbar werden. Ein pfSense-Server übrigens, die ich nicht unbedingt veröffentlichen möchte. Mehr zu den anderen Funktionen und allen anderen Details der Server zeige ich euch im nächsten Video und vergesst nicht, dass ihr mit dem Link in der Videobeschreibung ein Startguthaben von 20 Euro auf euren Cloud-Server erhaltet und mich damit ein bisschen unterstützen könnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst ein Like da, abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen und damit ciao, bis zum nächsten Mal.